Schauen wir uns zuerst einmal die Dimension des Reifens an. Das sind die Zahlen und Buchstaben auf der Seite. Beginnend mit 205 zeigt uns an die Reifenbreite in Millimeter. Die nächste Zahl 55 gibt die Höhe im Verhältnis zur Breite an. Also in diesem Fall 55% von 205. Der Buchstabe R deutet darauf hin, dass es ein Radialreifen ist, also die Bauweise dieses Reifens ist radial. Die Zahl 16 gibt an den Felgendurchmesser in Zoll. Dann folgt die Zahl 91, das ist eine Indexzahl, die gibt an, welche Tragfähigkeit dieser Reifen hat, also wie viel Gewicht er aushält. Und der Buchstabe H zeigt an, wie schnell man mit diesem Reifen fahren darf. In diesem konkreten Fall wären es 210 km pro Stunde. Die Mindestprofiltiefe in Österreich beträgt 1,6 mm und zwar auf 75% der Lauffläche. Wie kann man diese Mindestprofiltiefe nun kontrollieren? Entweder mit einer Profiltiefenlehre, die bekommt ihr bei eurem Reifenhändler, oder mit am Reifen angebrachten Indikatoren. Diese kleine Erhebung ist genau 1,6 mm hoch und damit wisst ihr, wenn das restliche Profil auf die gleiche Höhe abgefahren ist, dass dieser Reifen am Ende ist. Ein Winterreifen in Österreich braucht 4 mm Mindestprofiltiefe und dafür gibt es auf der Reifenfläche solche Schneeflocken. Solange man diese Schneeflocke noch sieht, hat der Reifen mindestens 4 mm Profiltiefe. Wie viel Druck in einen Reifen hinein muss, findet ihr auf Aufklebern, die entweder am Tankdeckel oder bei der Fahrertür angebracht sind oder natürlich auch in der Betriebsanleitung. Man muss hier den richtigen Reifen aussuchen. In dem Fall haben wir 205, 55, R16, 91H, M&S. Wenn wir normal unterwegs sind, 2,6 Bar vorne und 2,4 Bar hinten. Sollten wir mit der ganzen Familie unterwegs sein, dann nehmen wir den letzten Wert in der untersten Zeile, 2,6 Bar vorne und 2,8 Bar hinten. Auf der Felge können solche Wuchtgewichte angebracht sein. Sie sind dafür da, um Gewichtsunterschiede am Reifen oder der Felge auszugleichen, damit der Reifen immer schön rund rollt. Am Reifen selbst ist auch die Laufrichtung angebracht. Normalerweise kontrolliert das die Werkstatt, aber ein Blick schadet nie. Und zu guter Letzt findet ihr am Reifen noch die sogenannte DOT-Nummer. Die gibt an, wann der Reifen produziert wurde. In diesem Fall in der 6. Kalenderwoche im Jahr 2018. Und der ÖMTC empfiehlt, dass ein Reifen nicht älter als 4 Jahre sein sollte. Fahrschule Alpenland. Fahren wie die Profis.